Hallo und herzlich willkommen bei PIC.TV. Mein Name ist Kevin. Mein Name ist Michael. Und wir haben heute von Lenovo die ThinkSmart One mitgebracht und die gucken wir uns heute mal an. Genau, wir werden euch die ThinkSmart One und den passenden Controller dazu zeigen. Die ThinkSmart One ist die erste Windows-basierte, zertifizierte Bar für Microsoft Teams und Zoom. Viel Spaß dabei. Wir haben jetzt gemeinsam die Kamera einmal ausgepackt und nun steht sie vor uns in voller Pracht. Aber erzähl doch mal etwas mehr über die Kamera. Also, wie ihr hier seht, haben wir hier die Videobar. Es ist die erste Microsoft Windows-basierte und zertifizierte Videobar, die für Teams Rooms zertifiziert ist und für Zoom Room. Ihr seht, wir haben hier auch eine Kamera, eine Full-HD-Kamera mit einem Privacy-Shutter, den ich entsprechend hier von links nach rechts schieben kann. Es ist ein tolles Audiosystem drin verbaut. Und als kleinen Gimmick, wenn die Kamera eingeschaltet ist, wird auch die Uhrzeit eingeblendet. Damit man immer die Uhrzeit im Blick hat bei den Meeting. Genau. Aber jetzt ist da noch ein 10,1 Zoll Monitor, ein Touch-Display. Für was ist das? Genau, das dient zum Controllen oder zum Bedienen der Teams-Rooms oder Zoom-Room-Session. Hier kann ich entsprechend alle Einstellungen vornehmen, starten, stoppen, das, was man halt von einem solchen Controller kommt. Das Kabel ist recht lang, was hier verbaut ist. Somit kann die Bar und das Control-Pad auf dem Tisch auch in einer größeren Entfernung genutzt werden. Größere Entfernung. Diese Kamera ist für kleine und mittlere Räume am besten geeignet. Perfekt. Aber geredet haben wir jetzt viel. Wir wollen uns die doch einmal angucken. Let's go to the live test. Ja, prima. So, hallo und herzlich willkommen jetzt im live test. Ich habe den Kollegen von Lenovo, den Oliver Till, an der Seite mitgebracht und der sitzt direkt vor der ThinkSmart One. Herzlich willkommen. Hallo, ich grüße dich. Hallo, vielen Dank, dass ich heute die Chance habe, das Produkt ThinkSmart One kurz vorzustellen. Die ThinkSmart One ist die erste und einzige Windows Collaboration Bar, die es aktuell im Markt gibt, also ein Microsoft Team Raumsystem als Collaboration Bar, eine komplette Audioanlage integriert mit einer zusätzlichen High-End-Kamera, die natürlich Speaker-Tracking kann, den automatischen Zoom kann. Das System steht jetzt hier im Stuttgarter EBC. Sie ist natürlich für diesen Raum nicht geeignet. Sie hat eine Zertifizierung für 30 Quadratmeter von Microsoft. Also der Raum ist viel zu groß, aber im Endeffekt soll das auch nur ein Beispiel sein, wie man das System einsetzen kann, welche Qualität wir haben von der Kamera und welche Qualität wir haben von der Lautsprechereinheit und von dem Mikrofon. Ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte. Man sieht, wie smooth die Kamera moved, wie sie mich verfolgt und wie ich mich einfach in einem Raum mit 6, 8 Leuten idealerweise bewegen kann. Also viel Spaß mit dem System. Ich denke, da werden wir einen Riesenerfolg mit haben, gemeinsam mit der PIC. Sehr bemerkenswert, auch gerade was Hintergrund angeht, extrem hell und trotzdem super zu sehen. Danke für diesen kurzen Test, hat mir sehr gefallen und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einen Eindruck gewinnen. Wir switchen einmal zurück zum nächsten Test. Vielen Dank nochmal und bis dahin. Bis bald. Ciao. Tschüss. So, hallo und willkommen zu unserem kleinen Soundtest mit der Lenovo ThinkSmart One. Es ist die weltweit erste integrierte Windows-basierte Konferenzleiste mit einer Full-HD-Kamera und den neuesten Intel-Core-Prozessoren der 11. Generation. Ihr bekommt natürlich dabei auch noch das Touchpanel mit 10,1 Zoll zum Steuern der Teams-Konferenzen und ihr bekommt den kostenlosen ThinkSmart Manager Premium für ein Jahr auch dazu. Für wen ist oder für welche Räume ist diese Bar geeignet? Sie ist für kleine und mittlere Arbeitsbereiche geeignet, also Huddle Rooms und durchaus, wenn die Räume gut klingen, auch mittlere Konferenzräume. Wir hoffen, die Demo hat euch ein wenig gefallen und ihr konntet einen Einblick in die Kamera gewinnen. Hinterlasst gerne eure Kommentare oder ein Like hier auf diesem Video. Und wenn ihr die Bar kaufen wollt, könnt ihr sie natürlich gerne bei uns im Shop kaufen, geht einfach auf www.pik.de und klickt oben auf Shop. Und beraten stehen wir uns euch gerne zur Seite. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von PIC.TV.